Hallo und herzlich willkommen zur 12. Etappe auf dem Natursteig Sieg. Ja, heute Morgen bin ich in Merten und ich laufe heute von Merten nach Stadt Blankenberg. In der Streckenbeschreibung steht, dass die Streckenführung durch wildromantische Bachtäler führt und dass ich an der Klosteranlage Schloss Merten vorbeikommen werde. Das ist ein Altenheim mittlerweile. Und das Ende heute wird sein die Stadt Blankenberg. Das ist eine mittelalterliche Stadt, die hoch oben über der Sieg thront. Dort habe ich mich entschieden, auch eine Pause zu machen, weil die Distanz mit knapp 13 Kilometer relativ kurz ist. Werde ich da dann auch die Mittagspause machen. Ja, ich bin heute nicht alleine. Die Wanderfreundin ist wieder mit dabei. Die hat eine längere Strecke hinter sich gebracht und freut sich jetzt, dass sie jetzt auch hier wieder in heimischen Gefilden unterwegs sein kann. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns begleitet auf dieser Tour. Und es ist schön warm mittlerweile. Es ist kurz nach 9 und jetzt geht's los. Ja, nach gut 2 Stunden sind wir jetzt hier in Süchterscheid angekommen, haben hier von der Panoramabank den Blick genossen, eine kurze Pause gemacht und jetzt geht's weiter Richtung Stadt Blankenberg. Leider zieht sich das Wetter jetzt gerade so ein bisschen zu, aber es ist trotzdem ziemlich warm und auch sehr schwül und insofern ziemlich anstrengend zu laufen. Ja, der Weg ist nicht ganz so schön, überwiegend doch breiter Forstweg. Rauf und runter, das ein oder andere schöne Tal war jetzt dabei, das Ahrenbachtal, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, der Weg ist halt sehr breit und hat halt keine Pfadqualität, was ein bisschen schade ist.
Wir sind jetzt in Stadt Blankenburg angekommen. Hier haben wir Mittag gegessen in einem Restaurant und jetzt geht's die letzten 2 Kilometer zum Endpunkt in Blankenburg am Bahnhof. Ja, wir verlassen jetzt Stadt Blankenberg. Stadt Blankenberg ist von 1200 bis 1800 eine eigenständige Stadt gewesen und ist wirklich sehr gut erhalten. Wer hier hinkommt, der sollte sich mal die Zeit nehmen und hier einfach noch mal ein bisschen durch die Gassen schlendern. Das lohnt sich auf jeden Fall. Eine wirklich sehr, sehr schöne mittelalterliche Stadt. Ja, jetzt sind es nur noch wenige Schritte und dann sind wir wieder in Stadt Blankenberg am Bahnhof angekommen. Insgesamt ja eine kurzweilige Tour. Wir waren jetzt 3 Stunden 50 Minuten bisher unterwegs. Ich denke mal, wir brauchen jetzt noch ungefähr so 10 Minuten. Stadt Blankenberg, finde ich, ist ein Ort, der auf jeden Fall sehenswert ist und ich denke, da sollte man auch vielleicht ein bisschen Zeit mitnehmen, sich da ein bisschen genauer umzugucken und vielleicht auch irgendwo einzukehren. Ansonsten muss ich sagen, hat mir die Tour heute nicht ganz so gut gefallen. Das Achenbachtal, das ist zwar sehr schön und sehr abgelegen, aber insgesamt doch sehr mit breiten Forstwegen gepflastert. Das fand ich jetzt einfach ein bisschen schade. Da hatte ich einfach ein bisschen mehr erwartet. Um zügig voranzukommen, ist dieser Weg sicherlich sehr gut gewesen, aber so landschaftlich hat mir das nicht wirklich zugesagt. Es sind jetzt noch 2 Etappen und dann bin ich auch am Endpunkt der gesamten Tour angekommen. Und wie gesagt, ich plane ja noch eine 15. Etappe von Siegburg dann bis an den Punkt, wo die Sieg in den Rhein mündet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch dahin begleitet und vielleicht mit einem Abo und einem Daumen mir zeigt, dass es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Thank you.